Martha und ihre magische Tasche. Spotty, wir haben das Fahrrad draußen gelassen. Ich hoffe, dass nichts passiert. Lass uns nach dem Fahrrad sehen. Welche Schuhe zieht man an, wenn es geregnet hat? Gummistiefel. Dankeschön. Auweia, mein Fahrrad hat ganz viele Kratzer. Die Farbe geht runter. Und es fängt an zu rosten. Ich fahre einfach in die Werkstatt und lasse mein Fahrrad neu lackieren. Hallo, Smarta. Hallo, Wop. Was machst du denn? Ich möchte Saft kaufen. Ich weiß aber nicht, ob ich genug Geld habe. Warte kurz. Kalki! Oh, ich habe meine magische Tasche nicht dabei. Wir müssen also versuchen, es selbst auszurechnen. Wop, schau! Der Saft kostet so viel. So viel? Wie viel ist das? Das ist eine 5. Lasst uns zählen. 1, 2, 3, 4, 5. Siehst du? Also 5. 1, 2. Schau, das ist alles. Das ist die Zahl 2. Und das ist die 3. Wir müssen zählen, wie viel Geld du hast. 1, 2, 3, 4, 5. Super, genau 5. Danke schön, Smarta. Tschüss, Rob.
Ist jemand hier? Hallo? Hallo! Kannst du bitte mein Fahrrad neu lackieren? Na klar. Doch zuerst suchen wir die Farbe aus. Das sind die Farben, die wir haben. Weißt du, welche Farbe ein Frosch hat? Grün! Richtig! Nein, ich möchte kein froschgrünes Fahrrad. Welche Farbe hat eine Ente? Gelb. Richtig. Bob, welche Farben gibt's noch? Aus welcher Farbe besteht ein Regenbogen? Rot, Orange, Gelb, Grün, Hellblau, Blau. Lila. Mein Fahrrad soll aussehen wie ein Regenbogen. Smarter, dein Fahrrad ist fertig. Dankeschön, Bob. Spotty, drehen wir eine Runde. Martha und ihre magische Tasche. Hallo, ich bin Martha und das ist mein Hund. Spotty, uns ist so kalt. Oh. Schau, das ist meine Freundin Amaya. Amaya! Kannst du mir helfen, sie zu rufen? Amaya! Amaya! Hallo, Smarta. Hallo. Komm schnell unter meinen Schirm. Es hat aufgehört zu regnen.
Ui, was ist das? Ein Regenbogen, richtig. Oh, schau mal, wie schön er ist. Gehen wir und versuchen, ihn anzufassen. Okay. Smarta, warum kommt der Regenbogen nicht näher? Ich glaube, das ist Zauberei. Was machst du denn? Pass auf, Amalia! Aua! Smarta, ich dachte, wenn ich mich rückwärts anschleiche, kann ich den Regenbogen vielleicht fangen. Das klappt nicht. Ich glaube, wir sollten jemanden fragen. Torki? Navigator Hay? Hallo, Smarta! Hallo! Wir feiern heute! Unsere Freundin hat ihr Studium abgeschlossen und wohnt jetzt auch in der magischen Tasche. Ich stelle sie dir vor. Vicky! Hallo, ich bin Vicky. Ich bin eine Enzyklopädie. Ich weiß sehr viele Sachen, du musst mich einfach fragen. Mit mir macht Lernen Spaß. Ich geb dir Antwort, wenn du fragst. Hallo! Oh, hallo! Wer bist du? Ich bin Vicky das Lexikon. Und ich weiß viele interessante Dinge. Wir wollen weiter feiern. Vicky, beeil dich! Weißt du vielleicht, was ein Regenbogen ist? Wenn nach einem Regen das Wetter aufklärt, erscheint ein Regenbogen. In der Luft bleiben kleine Tropfen zurück. Die reflektieren das Sonnenlicht und schimmern in den 7 Farben des Regenbogens. Damit ein Regenbogen erscheint, muss es feucht und sonnig sein. Interessant. Dankeschön, Vicky. Gern geschehen. Tschüss. Bis bald. Also, was ist ein Regenbogen? Ein Regenbogen ist Licht. Richtig. Wir glauben, Licht sei weiß. Aber in Wirklichkeit besteht es aus verschiedenen Farben. Wenn ein Sonnenstrahl auf ein Wassertropfen fällt, wird das Licht gebrochen und spaltet sich in verschiedenen Farben. Sie schimmern immer in einer bestimmten Reihenfolge. Kennst du sie? Rot. Orange. Gelb, grün, hellblau, blau, lila. Jetzt weißt du, was ein Regenbogen ist. Auweia, es fängt schon wieder an zu regnen. Schnell, ab nach Hause. Schnell. Hurra. Zu Hause malen wir einen Regenbogen. Spotty, was soll das? Los, komm!